False Beziehungen verstecken sich hinter Wohlwollen und dem echten Wunsch, an das Beste an andere zu glauben. Hast du dich jemals benutzt gefühlt, als wärst du nur ein Sprungbrett für die Ziele von jemand anderem oder eine Leiter für ihren eigenen Aufstieg? Hinter dem Lächeln lauern subtile Zeichen und aufschlussreiche Worte, die jene entlarven, die uns nur als Mittel zum Zweck sehen. In diesem Video tauchen wir tief in die Tiefen dieser giftigen Handlungen ein und heben 7 kritische Einstellungen hervor, die laut verkünden, dass es dieser Person nicht um dich geht, sondern dass sie dich einfach benutzt. Es ist Zeit, diese sogenannten Freunde zu entlarven, die in Wirklichkeit nicht dein Wohl im Auge haben. Begleite uns auf dieser Reise und entdecke, wie du diese giftigen Einflüsse identifizieren und dich von ihnen distanzieren kannst. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weiterhin zu lernen, wie du eine gesunde Umgebung kultivieren und deine Energie schützen kannst. Ich bin Luis und verspreche dir, heute wichtige Strategien zu lernen, um diese betrügerischen Beziehungen zu erkennen und dich von ihnen zu distanzieren. Erster manipulative Schuldanwendung. Die Navigation durch das komplexe Geflecht menschlicher Beziehungen kann eine Reise der Bereicherung und Herausforderung sein. Während wir verschiedenen Persönlichkeiten begegnen, tragen einige zu unserem Wohlbefinden bei, während andere unsere Essenz zu mindern scheinen. Diejenigen zu erkennen, die uns ausnutzen, ist oft ein nuancierter und manchmal schmerzhafter Prozess. Er erfordert ein genaues Bewusstsein für subtile Verhaltensweisen, die nicht immer so transparent sein können, wie wir es bevorzugen würden. Der entscheidende Moment kommt jedoch, wenn wir beginnen, diese Einstellungen zu identifizieren, was den Beginn eines Prozesses signalisiert, um unseren inhärenten Wert zu bekräftigen und gesunde Grenzen zu setzen. In unserem unermüdlichen Streben nach authentischen Beziehungen wird eine grundlegende Wahrheit offensichtlich: Wir verdienen Verbindungen, die nicht nur gegenseitig, sondern auch respektvoll sind. Wenn die Botschaft für dich resoniert und du Wert in den geteilten Erkenntnissen findest, ermutige ich dich, zu abonnieren. Gemeinsam werden wir eine fortgesetzte Erkundung ähnlicher Konzepte unternehmen, die komplexe Wechselwirkungen menschlicher Beziehungen navigieren und die emotionalen und Verhaltensmuster um uns herum entwirren. Deine Unterstützung ist entscheidend für diese fortlaufende Entdeckungsreise und das kontinuierliche Lernen. Tauchen wir ein in die komplexen Dynamiken der Manipulation und konzentrieren uns auf die manipulative Anwendung von Schuld, eine heimtückische Strategie, die oft unbemerkt bleibt. Innerhalb des komplexen Geflechts menschlicher Interaktionen taucht ein dunkles Signal auf: die Verwendung von Schuld als Manipulationswerkzeug. Diese Taktik kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, aber ihr Kern bleibt konsistent: jemanden beeinflussen oder zwingen, gemäß den Wünschen des Manipulators zu handeln. Stell dir vor, du findest dich in einer Umgebung wieder, in der subtiler, aber überwältigender Druck dazu ermutigt, Anfragen oder Forderungen zu erfüllen. Der geschickte Manipulator nutzt geschickt deine Emotionen und webt sie in Fäden ein, die ihren Zielen dienen. Sätze wie: Wenn es dir wirklich wichtig wäre, würdest du das tun, oder ich würde dasselbe für dich tun, werden wie scharfe Pfeile in das emotionale Feld geschossen und nutzen deine Freundlichkeit und Empathie aus. Diese Taktiken operieren heimlich, getarnt unter dem Anschein von Normalität oder Pflicht, geschickt entworfen, um Zweifel an deinen Wahrnehmungen und Emotionen zu säen und dich zu fragen, ob Nachgeben tatsächlich deine Verantwortung ist. Dieses gefährliche Terrain stellt eine Bedrohung für deine emotionale Integrität und dein Selbstwertgefühl dar und erodiert sie im Laufe der Zeit allmählich. Es ist jedoch entscheidend zu erkennen, dass gesunde Beziehungen in einer Atmosphäre des Vertrauens, des gegenseitigen Respekts und der Freiheit, individuelle Bedürfnisse ohne Zwang oder Angst auszudrücken und anzugehen, gedeihen. Wenn du dich in den Klauen dieser manipulativen Strategien wiederfindest, ist es Zeit für eine kritische Neubewertung. Fragen zur Lebensfähigkeit der Beziehung und zur Notwendigkeit, gesündere Grenzen zu setzen, sollten im Mittelpunkt stehen. Die Konfrontation und Rekognition auf Manipulation stellt einen mutigen Schritt zur Bewahrung deines emotionalen Wohlbefindens dar, ein Akt der Selbstbestätigung, bei dem du dein Recht darauf behauptest, nicht manipuliert oder beschuldigt zu werden, und bewusst das wählst, was für dein eigenes Wohl am besten ist. Zweiter selektive Verfügbarkeit. Beim Exploring of the Complex Geflechts menschlicher Verbindungen taucht ein deutliches Warnzeichen auf: selektive Verfügbarkeit, eine kunstvolle Form der Ausbeutung. Dieses Phänomen wird offensichtlich, wenn jemand ständige Bereitschaft zeigt, wenn er so Meeting von uns wants,
aber mysteriöserweise unzugänglich wird, wenn sich die Rollen umkehren. Stelle dir vor, du bist häufig in der Rolle eines Wohltäters, der Unterstützung bietet, Gefälligkeiten erweist und deine Zeit und Aufmerksamkeit verschiedenen Anfragen widmet. Wenn du dich jedoch in einem verwundbaren Zustand befindest und Unterstützung oder Hilfe suchst, ist die Reaktion dieser Person auffallend abwesend, unbeantwortete Nachrichten, ignorierte Anrufe oder bestenfalls eine subtile Ablenkung vom eigentlichen Thema. Das sind die Reaktionen, denen du begegnest. Dieses Verhaltensmuster schafft ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Es ist vergleichbar mit der Navigation in einer Einbahnstraße, auf der deine Bemühungen und Fürsorge in eine einzige Richtung fließen, ohne Gegenseitigkeit. Diese unilaterale Dynamik zeigt nicht nur einen Mangel an Überlegung, sondern präsentiert auch eine bewusste Gleichgültigkeit gegenüber deinen Bedürfnissen und Emotionen. Selektive Verfügbarkeit fungiert wie ein Spiegel, der eine unangenehme Wahrheit reflektiert. Die Anwesenheit dieser Person ist von ihrer Bequemlichkeit abhängig. Diese einseitige Dynamik fördert Emotionen der Enttäuschung und des Grolls und verwandelt die Beziehung in eine ausgeglichene Waage, bei der die Bedürfnisse einer Partei konsequent in den Hintergrund gedrängt werden. Das Erkennen und Ansprechen dieser Realität ist ein entscheidender Schritt. Es fordert uns auf, zu hinterfragen, ob wir uns in einer wirklich bereichernden und gegenseitig vorteilhaften Beziehung engagieren oder ob wir lediglich eine Bequemlichkeit geworden sind, um die Bedürfnisse von jemand anderem zu erfüllen. In diesem Kontext kommen Begriffe wie Selbstachtung und Selbstwertgefühl in den Vordergrund und drängen uns dazu, unsere Grenzen zu überdenken und zu prüfen, ob Reziprozität und Respekt tatsächlich geteilte Werte in dieser Beziehung sind. Dritter: fehlendes persönliches Interesse. Im komplexen Gefüge zwischenmenschlicher Beziehungen ist eine deutliche Warnung eingewoben, ein kritisches Fehlen persönlichen Interesses. Authentische Freunde und echte Begleiter zeichnen sich durch ihre aufrichtige Neugierde für unser Leben, unsere Emotionen und Erfahrungen aus. Sie erfreuen sich an unseren Geschichten, teilen unsere Freude und bieten Unterstützung in unseren Herausforderungen. Ein deutlicher Kontrast zeigt sich jedoch, wenn man mit jemandem interagiert, dessen Interesse rein funktional oder opportunistisch erscheint. Diese Person erkundigt sich selten, wenn überhaupt, nach deinem Tag, deinen Emotionen oder Zielen. Ihre Teilnahme an Gesprächen scheint sich ausschließlich auf sich selbst zu konzentrieren. Wenn überhaupt Gespräche stattfinden, drehen sie sich um ihre eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse oder beschränken sich auf oberflächliche Themen ohne emotionale oder persönliche Tiefe. Diese Distanz ist beunruhigend. Nach und nach beginnst du zu spüren, dass deine Stimme und deine Geschichte nur dann Wert haben, wenn sie sich irgendwie mit diesen einseitigen Interessen decken. Deine Rolle in der Beziehung ist auf die eines Publikums für ihre Erzählungen oder einer Ressource für ihre Bequemlichkeit reduziert. Das Fehlen von Neugierde und Empathie dient als klares Anzeichen dafür, dass dein Wert für diese Person davon abhängt, was du bieten kannst, anstatt wer du bist. Während diese Erkenntnis schmerzhaft sein kann, wird sie zu einem entscheidenden Impuls für die Selbstbewertung und den Schutz deiner Würde. Die grundlegende Frage stellt sich: Beteiligen wir uns an einer Beziehung des gleichberechtigten und echten Austauschs, oder sind wir lediglich unterstützende Charaktere in der Lebensgeschichte von jemand anderen? Das Fehlen persönlichen Interesses in einer Beziehung fungiert als rote Fahne und signaliert die zwingende Notwendigkeit, unsere Verbindungen neu zu bewerten und Umgebungen zu suchen, in denen wir wirklich geschätzt und respektiert werden. Vierte: konstante Abwertung. Ein weiteres deutliches Warnzeichen im komplexen Tanz menschlicher Beziehungen ist die konstante Abwertung. In einer gesunden und gegenseitigen Beziehung existiert ein spürbares Gefühl der gegenseitigen Wertschätzung. Wenn jedoch jemand ausgenutzt wird, erleben sie oft ein unerbittliches Muster der Abwertung. Dies kann sich durch ständige Kritik, Herabsetzung von Errungenschaften oder eine generelle Verachtung für die Gefühle und Meinungen der anderen Person manifestieren. Diese zerstörerische Dynamik schafft eine Umgebung, in der das Selbstwertgefühl allmählich erodiert. Die Person, die ständiger Abwertung ausgesetzt ist, beginnt möglicherweise an sich selbst, ihren Fähigkeiten und sogar ihrem inneren Wert zu zweifeln. Es wird deutlich, dass die andere Person kein Interesse daran hat, eine Beziehung aufzubauen, die auf Respekt und Ausgewogenheit basiert. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, das Selbstvertrauen der Person zu mindern, um sicherzustellen,
dass sie dienstbar bleibt und bereit ist, die Bedürfnisse des Benutzers zu erfüllen. In einem reichen Spektrum gegenseitiger und respektvoller Beziehungen wird jede Person als wertvoll und wesentlich für sich selbst betrachtet. Wenn jedoch die Fäden konstanter Herabsetzung in die Beziehung eingewebt werden, ist es so, als würde eine Partei darauf bestehen, die lebendigen Farben des anderen zu mattieren. Der Wert einer jeden Person liegt in ihrer Würde an sich, nicht darin, ständige Herabsetzung zu ertragen. Das Erkennen dieses subtilen Flusses der Herabsetzung dient als Weckruf, das Selbstwertgefühl zu stärken und Beziehungen anzustreben, in denen Bewunderung und gegenseitiger Respekt die Leitprinzipien sind. Es erfordert eine kritische Überprüfung, ob die Beziehung einen positiven Beitrag zum persönlichen Wachstum und Wohlbefinden leistet oder ob sie eine Umgebung anhaltender Abwertung fördert, die das grundlegende Gewebe des Selbstwertgefühls erodiert. Durch die Anerkennung dieser nuancierten Dynamik können Einzelpersonen den mutigen Schritt tun, Verbindungen zu suchen, die den inhärenten Wert jeder beteiligten Person aufrechterhalten und feiern. Fünfter anhaltender Mangel an Respekt. Ein auffälliges Warnzeichen im Mosaik zwischenmenschlicher Beziehungen ist der anhaltende Mangel an Respekt, eine fünfte Dysfunktion, die die Harmonie von Verbindungen stört. Respekt, eine grundlegende zweigleisige Straße in jeder bedeutungsvollen Beziehung, sollte idealerweise ständig präsent sein. Ein echter Freund oder treuer Begleiter wahrt dieses Prinzip durch Handlungen, die gegenseitige Rücksicht und Wertschätzung widerspiegeln. Wenn dich jedoch jemand ausnutzt, neigen diese Grenzen dazu, konsequent übersehen zu werden. Stell dir vor, du stößt häufig auf Situationen, in denen deine Pläne abrupt abgesagt werden, oder die andere Person kommt konsequent zu spät oder zeigt in schwerwiegenden Fällen überhaupt keine Präsenz. Es scheint eine ewige Erwartung zu geben, dass du dich nach ihrer Bequemlichkeit und Launen richten solltest. Dieses wiederkehrende Muster der Vernachlässigung deiner Bedürfnisse und Zeit dient als klares Anzeichen dafür, dass diese Person dich geringschätzt. Gemeinsam weben diese Einstellungen ein Verhaltensmuster, das egoistisch klingt und einen Mangel an Rücksichtnahme lautstark verkündet. Es ist jedoch wichtig anzuerkennen, dass Fehlerhaftigkeit eine gemeinsame menschliche Eigenschaft ist, wir alle können zu bestimmten Zeiten egoistisch handeln. Was eine Person, die dich benutzt, auszeichnet, ist die Hartnäckigkeit dieser Handlungen im Laufe der Zeit, gepaart mit einem Mangel an Anerkennung oder dem Versuch der Veränderung. Während wir diese Reise der Entwirrung der Feinheiten menschlicher Beziehungen navigieren, wird es entscheidend, sich daran zu erinnern, dass Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen mächtige Werkzeuge sind, die uns vor Ausbeutung schützen. Das Bewusstsein für diese Zeichen zu haben und zu verstehen, wie man darauf reagiert, ist entscheidend. Die Präsenz einer schädlichen Beziehung zu erkennen, ist ein entscheidender Schritt bei der Neubewertung dieser Verbindungen und beim Ergreifen proaktiver Maßnahmen zum Schutz des emotionalen und mentalen Wohlbefindens. Es fordert Einzelpersonen auf, Grenzen zu setzen, Selbstrespekt zu priorisieren und Beziehungen zu suchen, die positiv zum persönlichen Wachstum und Glück beitragen. Sechster. Oberflächliche Verbindung. Ein sechstes aufschlussreiches Signal im komplexen Geflecht menschlicher Beziehungen ist die oberflächliche Verbindung, ein Zeichen, das besonders heimtückisch ist, da es die wahre Natur der Beziehung verbirgt. Wenn dich jemand benutzt, neigen sie dazu, sich von einer tiefen und bedeutungsvollen Verbindung fernzuhalten. Dieses Verhalten zeigt sich durch eine fortwährende Oberflächlichkeit, bei der du selbst nach einer beträchtlichen Zeit feststellst, dass du diese Person jenseits einer oberflächlichen Fassade nicht wirklich kennst. Dieses klare Zeichen zeigt an, dass die Beziehung für die andere Partei keine Priorität oder einen Weg zu echtem Austausch von Erfahrungen und Emotionen darstellt. Das Erkennen dieser oberflächlichen Dynamik wird für deine emotionale Gesundheit entscheidend. Es fordert dazu auf, den Wert und die Tiefe deiner Beziehungen zu reflektieren und darüber nachzudenken, ob du dich mit einer bloßen Fassade der Verbindung zufrieden gibst oder aktiv echte, bedeutungsvolle Beziehungen suchst. Denke immer daran, dass dein Wert nicht davon abhängt, wie andere dich behandeln. Das Identifizieren von Anzeichen unausgewogener Beziehungen und das Ergreifen proaktiver Maßnahmen ermöglichen es dir, dich zu schützen und gesündere Interaktionen zu fördern. Dieses Bewusstsein gibt Einzelpersonen die Möglichkeit, Standards für die Beziehungen festzulegen, an denen sie teilnehmen, und sicherzustellen, dass sie positiv zum persönlichen Wachstum und Wohlbefinden beitragen. Siebte Abwesenheit in entscheidenden Momenten.
Ein siebtes und deutlich klares Signal taucht auf, die Abwesenheit in entscheidenden Momenten. Die Essenz einer gesunden Beziehung zeigt sich oft nicht an sonnigen Tagen, sondern in den Stürmen des Lebens. Während herausfordernder Zeiten, Krankheit, persönlicher Verlust oder intensiver Stress, zeigt sich der wahre Charakter einer Beziehung. Stell dir vor, du stehst einem dieser herausfordernden Momente gegenüber und erwartest Unterstützung und Verständnis von jemandem, den du als Freund oder Begleiter betrachtest. Die Abwesenheit in entscheidenden Momenten dient als Spiegel, der die wahre Natur der Beziehung reflektiert. Es geht nicht nur um physische Abwesenheit, es ist der Mangel an Empathie, emotionale Unzugänglichkeit und Gleichgültigkeit, der Bände spricht. Diese mangelnde Unterstützung untergräbt nicht nur das emotionale Gefüge der Beziehung, sondern wirft auch Fragen nach ihrem inneren Wert und der Aufrichtigkeit der Verbindung auf. Diese Realität zu erkennen mag schmerzhaft sein, aber es wird unerlässlich sein, dein Wohlbefinden zu schützen. Denke immer daran, dein Wert wird nicht davon bestimmt, wie andere dich behandeln. Das Erkennen von Anzeichen für unausgewogene Beziehungen und das Ergreifen proaktiver Maßnahmen sind entscheidende Schritte zum Schutz ihres emotionalen und mentalen Wohlbefindens. Während wir hartnäckig die Feinheiten menschlicher Beziehungen erforschen, ist es wichtig zu erkennen, dass wir mit der Fähigkeit ausgestattet sind, ausbeuterische Situationen zu identifizieren und darauf zu reagieren. Das Wissen und das Verständnis dieser Anzeichen ermöglichen es uns, gesündere und respektvollere Beziehungen aufrechtzuerhalten. Der Schlüssel zur Förderung gesünderer und erfüllender Beziehungen liegt darin, sich selbst und andere zu erkennen, Maßnahmen zu ergreifen und vor allem sich selbst und andere zu respektieren. Während wir uns durch das Labyrinth menschlicher Verbindungen navigieren, sind wir in die subtilen Nuancen eingetaucht, die echte Beziehungen von solchen unterscheiden, die von Ausbeutung geprägt sind. Jedes dieser sieben Warnzeichen dient als Leitfaden, der uns durch die Komplexitäten zwischenmenschlicher Dynamiken führt. Es ist entscheidend zu erkennen, dass gesunde Beziehungen auf Gegenseitigkeit, Respekt und gegenseitiges Verständnis aufbauen. Dein Wert ist inhärent, nicht davon abhängig, wie andere dich behandeln. Wenn die heute geteilten Erkenntnisse für dich resonieren und Klarheit über deine eigenen Erfahrungen bringen, lade ich dich ein, unseren Kanal zu abonnieren. Gemeinsam werden wir weiterhin tiefgreifende Konzepte erkunden, emotionale und Verhaltensmuster entwirren und ein tieferes Verständnis für die Beziehungen entwickeln, die unser Leben prägen. Denke daran, der Schlüssel zur Förderung gesünderer und bereichernder Verbindungen liegt in deiner Fähigkeit, sie zu erkennen, Maßnahmen zu ergreifen und vor allem dich selbst und andere zu respektieren. Indem du diese Zeichen identifizierst und proaktive Maßnahmen ergreifst, ermächtigst du dich selbst, ein Leben voller Beziehungen zu schaffen, die positiv zu deinem Wohlbefinden beitragen. Vielen Dank, dass du uns auf dieser Reise der Selbstentdeckung und Beziehungserkundung begleitet hast. Deine Unterstützung ist entscheidend, während wir die Wendungen und Kurven menschlicher Interaktionen navigieren und uns um Verbindungen bemühen, die aufbauen und stärken. Vergiss nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken, wenn du diese Informationen wertvoll findest, und teile deine Gedanken in den Kommentaren unten. Abonniere für weitere Erkenntnisse, und gemeinsam werden wir eine Gemeinschaft aufbauen, die sich dazu verpflichtet hat, gesunde und sinnvolle Beziehungen zu pflegen.